Yo Leute, Doppelpeace, hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal ein gar nicht so doppelpiesiges Thema, normalerweise würde ich das auch nicht sagen, aber ich bin so inaktiv, dass ich jetzt hier gar nicht irgendwie die Ansage klassifizieren muss zwischen gut und schlecht, so. Das ist einfach, ich bin einfach froh, wenn ihr da seid und mein Doppelpiece hören könnt und es nicht in Vergessenheit gerät. Heute geht's, wie gerade schon gesagt, um kein gutes Thema. Ihr seht es wahrscheinlich auch schon, mein Gesundheitszustand. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass ich jetzt hier nicht kurz ein Video mache, um euch zu sagen, hey Leute, mir geht's super, ey, mir geht's einwandfrei. Sondern, ja, man spricht dann halt immer eher über Dinge, die einem Leben benachteiligen. An die ganzen Hater da draußen. Ich muss euch enttäuschen, es geht nicht um es YouTube werbekonform auszudrücken. Es geht nicht auch um euch mitzuteilen, dass ich jetzt dahin gleite, ins Jenseits verbannt werde oder sonst irgendwas, sondern es geht heute um meinen Hals. Das hört sich erstmal für die einen Leute, für die einige Leute wieder lustig an. Um das nochmal ganz kurz, euch nochmal die Information aufzufrischen. Ich hatte extreme Probleme mit meinem Hals seit Madeira. Keine Ahnung, ob das irgendeine Infektion ist, die auf Madeira irgendwie normal ist. Ich habe extrem dolle Schmerzen seit Madeira auf einer Seite, so eine sogenannte Seitenstrangangina, die infektiös ist. Also nochmal für die Leute, weil viele Leute belächeln mich immer, wenn ich davon rede, dass ich Halsschmerzen habe. Nimm doch einfach irgendeine Lutschtablette und dann hat sich die Sache. Ich habe ganz oft eine richtige Infektion in meinem Hals. Und die geht halt nicht weg in den meisten Fällen, bis ich Antibiotika eingenommen habe. Und ja, das ist ja Stand der Dinge gewesen. Es hielt sich in Grenzen, es ist immer alle 3-4 Monate wiedergekommen. Doch ich muss sagen, seit einiger Zeit ist es wirklich extrem doll geworden, so dass ich eigentlich so gesehen permanent damit zu kämpfen habe. Und das, glaube ich, meine Psyche jetzt auch schon dahingehend angegriffen hat, dass ich eigentlich permanent daran denke, dass ich den ganzen Tag daran denke. Ich denke fast an jedes einzelne Schlucken. Wenn ich da irgendwas fühle, werde ich gleich panisch und habe Angst, dass es wieder anfängt. Wenn ich draußen bin, habe ich irgendwelche Druckheitsgefühle. Denke die ganze Zeit nur daran, wenn ich draußen bin und in einem bisschen kälteren Gebiet. Ich habe es hier immer ziemlich warm und ich bin der Meinung, dass es auf Kälte reagiert. Immer wenn ich draußen unterwegs bin, ich denke nur an meinen Hals und ich habe Angst. Und Leute, ich muss wieder ins Auto einsteigen, weil es könnte wieder anfangen. Diese Halsschmerzen haben einfach mein komplettes Leben eingenommen. Ich war bei 3 Ärzten gewesen. Der erste Arzt hat gesagt, das hängt mit meinen Stimmbändern zusammen, die zu sehr ausgereizt sind und eine infektiöse Ausstrahlung nach außen haben, wodurch ich Halsschmerzen bekomme. Ich gehe zum zweiten Arzt, auch ein Profi. Er sagt, da ist nichts. Er guckt mich an und sagt mir, da ist nichts und will mir somit das Gefühl übermitteln, dass ich ein Schwätzer bin, der einfach nur irgendwelche Antibiotika haben will, um die irgendwie auf dem Schwarzmarkt oder sowas zu verkaufen. Der dritte sagt, da ist nichts. Ich sehe eine leichte Rötung. Ich weiß nicht mehr weiter. Das kann doch nicht sein. Der erste Arzt hat auch nur gesagt, dass was mit meinen Stimmbändern ist, weil ich ihm vorher eine Stunde lang erzählt habe, was ich mache. Ich bin im Internet, ich schreie jeden Tag rum und das ist dann wahrscheinlich seine logische Schlussfolgerung daraus gewesen. Das werde ich nie wieder machen und mache das auch nicht, weil die sonst zu schnell Schlüsse ziehen aus dem Besagten so. Ich glaube, ich finde es besser, wenn der Arzt etwas sieht und alleine auf den Gedanken kommt, so, weil der hat mir sehr schnell das gesagt, hat gesagt, ich soll Stimmtraining und alles machen. 2 andere Ärzte haben gesagt, da ist nichts. Ich verstehe es nicht. Ich habe extreme Schmerzen. Ich habe extreme Schmerzen, die ich mir ganz bestimmt nicht einbilde. Ich habe Eiterbildung im Hals, hört sich eklig an, aber ist so. Bis hin zu dem Punkt, wenn ich vor Leuten bin und die anhauche, sagen die, man riecht Eiter. Das ist doch keine Einbildung. Also ich kann ja jetzt mir nicht Eiter erbilden. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann ja nicht einfach daran denken und dann kommt Eiter, sondern es kommt ja, weil da irgendeine Infektion ist, gegen die der Körper kämpft. Und sie geht nicht mehr weg. Es hat auf Madeira angefangen und ich habe das nach jedem fucking Stream. Nach jedem Stream habe ich das. Es geht nicht mehr. Und selbst wenn ich nicht rede, wenn ich ein bisschen in der Kälte unterwegs bin, fängt es wieder an hier. Es fängt wieder an, extrem doll weh zu tun und das so doll weh zu tun. Ich habe manchmal Schmerzen, ich muss so schlucken, weil das weh tut. Und ich bin bestimmt kein Mensch, der leicht bei Schmerzen rumheult oder sonst irgendwas. Aber das sind richtig dolle Schmerzen, wo ich kaum schlucken kann, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und ich weiß nicht, woher sie kommen. Und das auch wärmen. Am Anfang war ja das Schlimmste. Eine Infektion soll man nicht wärmen. Ich bin hier mit Schal rumgelaufen. Ist ja bescheuert bei einer Infektion. Das sind ja keine normalen gereizten Halsschmerzen, sondern die gehen ja bis hin. 1-2 Mal hatte ich sogar ein bisschen Blut im Dings gehabt. Ich will euch keine Angst machen. Das hatte ich ganz selten. Das hatte ich 1-2 Mal, weil ich zu doll mich geräuspert habe oder so. Weil ich mache ja den ganzen Tag, dann habe ich auch eine Schleimbildung und ich habe natürlich den ganzen Tag so und dann will ich das hochziehen und das reizt natürlich alles noch mehr. Und 1-2 Mal hatte ich auch Blut im Speichel gehabt.
gehabt. Aber ich denke nicht, dass es jetzt auf irgendwas hinweist, weil wenn ich das google, dann, ja, dann bin ich morgen tot. Wisst ihr, was ich meine? Also da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe alles gemacht. Ich habe solche Dinger nehme ich hier im Stream. Leute, die mir im Stream zugucken, die sehen vielleicht, dass ich davon teilweise 3-4 Stück nehme, um dieser Reizung entgegenzusetzen. Ich habe schon alles bekommen. Die Ärzte haben mir schon alles gegeben. Diese Schmerzen sind manchmal so extrem krass, dass sie in das Ohr hochstrahlen. Ich habe auf einmal ein Druckempfinden im Ohr. Nicht so, dass es zu ist, aber ich habe ein Druckgefühl im Ohr, so als ob diese Entzündung so hoch geht. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es macht mich schlapp. Mein Körper kämpft den ganzen Tag dagegen an und ich kann dagegen nichts tun. Außer, dass ich zum 500. Mal zum Arzt renne, von dem ich mir wieder sagen lassen muss, dass da nichts ist. Ja, ich muss ihnen dann mal wieder ein Kurzzeitantibiotikum verschreiben. Ich bilde mir das doch nicht ein. Auch wenn ich sagen muss, dass mein halber Tag dadurch bestimmt ist, dass ich darauf aufpasse, dass mit meinem Hals nichts ist. Jeder Schluck, und wenn irgendwie wieder nur so ein leichtes, reizendes Gefühl ist, ich habe gleich das Gefühl, dass wieder irgendwas ist. Jetzt gerade geht's. Aber ich bin auch schon wieder seit 4 Tagen online und mache nichts. Ich mache nichts. Ich sitze nur still da. Ich kann nichts machen. Sobald ich rausgehe oder sowas, habe ich hier auf der Seite so ein Druckgefühl. Auf der Seite habe ich meistens diese Infektion, aber hier habe ich so ein Druckgefühl. Und hier geht es manchmal auch in die Richtung, dass es wehtut. Ich verstehe es nicht. Ärzte sagen mir, da ist nichts. Du hast eine leichte Rötung. Ich gehe dahin, richtig, ja nicht schmerzverkrampft, aber es tut schon extrem weh, wenn ich manchmal morgens aufstehe, vielleicht atme ich durch den Mund oder sowas und das richtig vertrocknet ist und ich dann schlucke, ich schlucke wirklich so, also richtig so schmerzergriffen, weil es einfach weh tut. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe alles gemacht. 3 Leute waren hier schon mit so Ultraschall-Messgeräten und haben nichts gefunden. Ich bin ja schon so weit gegangen, dass ich dachte, dass hier ein Tumor ist, weil ich hier permanenten Druck habe. Aber da ist nichts. Ich habe mich von Ärzten kontrollieren lassen. Die haben mir Antibiotika gegeben. Dann geht's weg nach 3 Tagen. Die geben mir Antibiotika und dann geht's weg. Und dann kommt's aber wieder. Und jetzt halte ich das im Lauf. Ich muss sagen, eine Sache hat mir wirklich geholfen. Grüße geht an diese Sache auch nochmal raus an Jan. Ja gut, hier ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Er hat mir gesagt, Infektion wird gefördert durch Zucker. Zucker nährt die Infektion. Und das ist eine Sache, merkt euch das. Wenn ihr Halsschmerzen oder sowas habt, trinkt nicht zuckerhaltige Getränke und schlaft dann ein, weil damit macht ihr es schlimmer. Den Fehler habe ich gemacht. Ich habe Eistee getrunken und bin dann eingeschlafen oder sowas. Ich weiß, auch für Zähne nicht gut. Mann, ich weiß. Ja, bin ich kein Vorbild. Aber dann gehe ich schlafen und am nächsten Morgen hat sich die Infektion so genährt, dass sie noch doller ist. Jetzt, das ist das Gute an meinem Hals, an der Halssituation. Jetzt trinke ich Wasser und jetzt kann ich es so halbwegs in Grenzen halten. Es kommt immer wieder. Also ich habe wenigstens morgens nicht mehr diese übertriebenen Halsschmerzen, auch wenn sie da sind. Jetzt gerade sind sie seit einem Tag wieder nicht da. Aber es kommt immer so sporadisch, als ob mein Körper einfach sagt, jetzt das. Ich kann nichts machen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein ganzes Leben ist davon bestimmt. Ich stehe morgens auf, ich schluck erstmal und dann weiß ich, ob der Tag gut oder schlecht wird. Wenn ich diese Halsschmerzen habe, der letzte Stream, den ich gemacht habe, das war der schlimmste überhaupt. Ich hatte so eine schlechte Laune, ich habe jeden beleidigt, ich konnte keine Konfrontation entgegenwirken, weil ich mich von jedem getriggert gefühlt habe. Leute, mit denen ich sonst klarkomme, gehen mir über auf den Sack. Das liegt daran, dass ich permanent Schmerzen habe, wogegen mein Körper ankämpft und das natürlich auch gesundheitlich die Psyche angreift. Es greift natürlich auch meine Psyche an, weil ich permanent Schmerzen habe. Und auch jetzt habe ich Angst, weil jetzt rede ich ja wieder ein bisschen lauter, das ist Müll. Aber das bin nun mal ich möchte das, ich weiß nicht, woher das kommt. Jetzt gerade ist alles gut, warum auch immer, keine Ahnung. Wenn ich nachher wieder rausgehe, weil ich, was weiß ich, irgendwo hinfahren muss, habe ich auf einmal wieder ein Druckempfinden hier. Weil ich weiß nicht, ob mein Kopf das projiziert, aber ich bilde mir das doch nicht ein. Und ich bilde mir doch auch Halsschmerzen nicht ein, aber meine Ärzte sagen, da ist nichts, das ist eine leichte Rötung. Das ist eine leichte Rötung. Die Leute riechen doch die Infektion. Die riechen doch Eiter. Das bildet sich doch jetzt, wenn ich jetzt meine Mama anhauche, dann bildet die sich doch nicht meine Infektion ein. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Leute. Und ich mache dieses Video, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht gibt es Leute von euch, die auch sowas haben. Ich kann nichts mehr machen. Ich muss teilweise 3-4 Tage auf Twitch offline bleiben, weil ich kann so nicht online gehen. Das geht nicht. Das reißt mir den Hals. Ich will durchziehen. Mein Hals tut immer weh nach dem Stream. Aber manchmal regeneriert er sich während des Schlafs so sehr, dass ich das Gefühl habe, wieder online zu gehen. Und dann in den 12 Stunden, wo ich online bin, tut der Hals wieder weh. Das kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr reden darf. Oder dass ich nicht mehr raus darf, ohne dass er anfängt. Darf ich jetzt hier nur noch in diesem Zimmer sitzen und so machen? Was ist das für eine Krankheit? Woher kommt das? Auf Madeira das erste Mal gehabt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich wollte euch einfach nur diese Information geben, auch für die Leute, die mir auf Twitch zugucken, damit ihr Verständnis dafür habt. Wenn ich mal 3-4 Tage nicht online bin, dann hängt es nicht damit zusammen, dass ich gerade nicht übelst Bock habe zu grinden, dass ich nicht gerade über Bock habe, online zu sein und mit euch zu reden, sondern ich kann einfach nicht, gesundheitlich. Es geht nicht. Es zerreißt mein Hals. Ihr könnt euch diese Schmerzen nicht vorstellen, die permanent da sind. Immer beim Schlucken. Wie so ein Idiot. Aber ist es so? Jetzt gerade nicht? Keine Ahnung. Gut, Leute. Dankeschön, dass ihr euch dieses Video bis zu diesem Punkt angeguckt habt. Ich küsse euch und ja, tut mir leid, dass ich hier schon wieder rummecke, aber ich kann nichts machen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Haut rein.